Guten Morgen zusammen, Gruß aus meinem Auto. Ich stehe auf dem Parkplatz vom Freibad in Rengsdorf. Heute ist der Volkswandertag von Rengsdorf und ich werde mich jetzt für die 50 Kilometer anmelden und ich nehme euch mit. Hier ist noch dunkel, aber die ersten Teilnehmer tauchen auf und in 10 Minuten soll schon der Start sein. Den Start kann ich vom Auto aus sehen. Ich parke direkt vor dem Start. Hurra, hier ist das Freibad in Rengsdorf. Hier ist noch ein Tisch mit einem Mandel. 5 Euro habe ich Startgebühr bezahlt, sonst nichts. Ich habe noch nicht einmal einen Beleg bekommen, dass ich die bezahlt habe. Aber ich habe jetzt den Chevy X-Trail und mein Komoot hat das auch jetzt akzeptiert. Den hat mir jemand per E-Mail geschickt und jetzt kann es losgehen. Die Maike habe ich schon getroffen hier. Und da kommen noch andere. Der Frederik ist später am Start. Der will 1:01 erst losgehen, weil er gerne lange schläft. So, ich warte noch auf ein paar Leute. So ganz allein will ich doch nicht gehen. Ist ja dunkel und hier in Rengsdorf sollte ja Wölfe im Wald geben. Und denen gehen allmählich die Schafe aus. Und deswegen haben die Wanderung organisiert, um Schafe zu sparen. So ein einsamer Wanderer ist bestimmt für die Wölfe eine gute Mahlzeit. Also das Leuscheider Rudel, das läuft hier rum. Aber das mag Wanderer nicht, weil die so zäh sind. Das nimmt lieber frische Schafe. Ja, bei mir ist auch ein cholesterinbewusster Wolf, der frisst mich nicht. Dann bis später. Ja, hier ist Start, ich gehe los. Gehen wir am Anfang mit der Maike. Mit jemand, den ich kenne. Die war schon großer weißer Pfeil. Mir wurde gesagt, das ist gut ausgeschildert. Ich bin mal neugierig. So, ein wunderschöner Weg. Und Mike und ich, wir sind im Moment alleine. Und es ist wunderbar ausgeschildert. Die riesengroße Pfeile, die selbst ich ohne Brille sehen kann. Und Navi ist jetzt schon leise und zeichnet nur noch auf. Die Vögel machen Lärm. Und die Sonne ist schon noch nicht ganz draußen, aber es ist schon schön hell, seht ihr ja selbst. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass ich das nicht packe. Kann man einfach nur genießen heute. So, toller Pfad. Maike hat mich nicht mehr bekommen, hat mich richtig beeilt, war mal bis auf so 20 Meter hinter ihr. Aber hier ist der Weg ein bisschen uneben und bevor ich mich da auf die Nase lege, dann mache ich lieber wieder langsam. Bin auch schon an den ersten beiden anderen Wanderern vorbeigegangen, die vor mir gestartet sind. Und viel mehr waren da gar nicht mehr vor mir. Es ist ein Tag zum Genießen. Hab ganz vergessen, den Frederik den Link zu der Komoot-Tour zu schicken. Jetzt muss er sich genauso abquälen wie ich auch. Ich kann noch nicht mal sehen, ob der sich schon gemeldet hat. Ich habe das Handy auf leise. Ich höre keine Martina, ich höre niemand. Außer die Vögel. Hui. So, hier in Altwied habe ich jetzt mal ausnahmsweise keinen Pfeil gesehen. Aber wir gehen mal den Rheinsteig weiter. Hier ist die Straße gesperrt.
könnt ihr auf mein Handy schauen. Ich habe ja die Komo-Tour. Ja, hier die schöne Burg bei Altwied. Die möchte ich euch auch noch zeigen. Hier habe ich mal geparkt bei einer Wanderung. Die Martina wird sich noch daran erinnern können. Und hier geht's weiter. Nach links. So. Die Wied hat auch ordentlich Wasser. Habe auch meine neuen Pokerschuhe an. Der Name fällt mir auch nicht ein. Die haben ja immer Namen, die man sich nicht merken kann. Aber ich muss sagen, die sind genauso gut, wie ich das von Hoka gewohnt bin. Ja, 6,6 Kilometer sind schon hinter mir. Und aus Altwied bin ich wieder draußen. Der Frederik hat sich noch nicht gemeldet. Der wollte mir ja folgen. Und hier sind ganz viele Pfeile. Ach, eine Streckenteilung. Aber auch so gemacht, dass man sie fast als Blinder kann man sie natürlich nicht erkennen. Aber richtig gut gemacht. Ja, mir wird warm hier. Zum Glück habe ich im letzten Moment noch den warmen Pullover, also so warmes Sportshirt ausgezogen und mein schönes Köln-Fahrtshirt darunter angetan. Das langt. Ach, die 22 Kilometer Wanderung geht hier ab und die 33, zeige ich euch mal. So, die 33 und die 51 gehen hier weiter. Welch ein schöner Bach. Ja. Oh. Und die Pferde genießen die Zeit, wo sie noch ihre Ruhe haben. Boah. Boah. So. Oh, ja, jetzt kommt dann endlich der erste von drei ordentlichen Aufstiegen. Boah, wird gleich Zeit, die Jacke in den Rucksack zu tun, sonst ist sie platschnass. Ja, die Sonne kommt durch den Nebel durch. Ich glaube, ich weiß auch, wo es hergeht. Ist ja noch Rheinsteig. So. Jetzt haben die Damen mich wieder überholt, die eben, wo ich eben dran vorbei bin. Aber ich habe meine Jacke ausgezogen und bin trotzdem noch am Schwitzen. So soll es sein. Ja, der erste Verpflegungsposten liegt hinter mir. Und mir wurde gesagt, so 10, 15 Leute wären noch vor mir. Die wären aber alle dran vorbeigehetzt an den Verpflegungsposten. Da gehe ich mal davon aus, dass ich die auch nicht mehr zu Gesicht bekomme. Schöne Aussicht, dreh ich mal rum. Siegendorf heißt hier oben der Ort. Hier war auf jeden Fall gerade die Grillhütte von Siegendorf. Frederik ist inzwischen auch gestartet. Ich habe, glaube ich, so 7,5 Kilometer Vorsprung. Also werde ich ihn bald schon sehen. Der ist ja schnell. Ach, ja. Bisschen vermisse ich meine Kinder. Die machen ja, sonst haben die immer mit mir gemeinsam eine Vatertastour gemacht. Aber mein Sohn ist am Umbauen. Der hat bis abends spät, hat der
einen Mauerdurchbruch gemacht und so. Und da muss ja auch weitergehen. Meine Tochter wird, glaube ich, heute mal zu mir kommen. Die hat noch Gegenstände in meinem Elternhaus gelagert. Und das gehört gar nicht mehr uns. Die werde ich sich noch nehmen, aber bis die bei uns ist, vielleicht schaffe ich das ja noch. Ich habe hier ein neues Ziel. Heute ist bei uns in Ahrenberg im Nachbarort. Da ist Waldfest. Und das wäre ein schöner Abschluss hier. Dass ich nachher nochmal die 2 Kilometer hochlaufe, um da oben noch irgendwas zu essen und zu trinken, wenn es da noch was gibt. Streuobstwiese. Sowas haben wir auch. Doch. Um solch eine schöne Wiese zu filmen, dafür lasse ich mich doch gerne ein bisschen aufhalten. Ja. Wo geht's wohl hier lang? Sehr gut beschildert. Je, muss ich diesen Fluss überqueren? Ui, upsie. Gut, dass der Hansi lange Beine hat. Jetzt geht's weiter mit den Hindernissen. Ja. Die erste Mücke habe ich gerade verschluckt. Die kann mich schon mal nicht mehr stechen. Hat sie Pech gehabt. Schluck Wasser hinterher und schon bin ich wieder satt. Wieder so ein schönes Hütchen am Rheinsteig. Wie heißt die? Schäferhütte. Mit einem Kennzeichen sogar. Gut. Kam der Schäfer aus Nürnberg. Ja, der Matsch, den ich vor 2 Tagen noch im Wald gesehen habe, der ist schon nahezu getrocknet. Aber die Wiese ist doch noch ein bisschen feucht. Und trotz meiner Taubheit höre ich immer andere Wanderer, wenn sie sich am Unterhalten sind, nur ich sehe sie nicht. Aber so ein schönes Gefühl, nicht allein zu sein, könnte dem Hansi auch mal was Dummes passieren. Oh. Da wohnen Leute oder da ist ein Bauernhof oder beides. Hier steht, Achtung, Verletzungsgefahr, nicht durch den Zaun greifen. Ja, gut. Kann jetzt nicht für meine Hände gemeint sein. Vielleicht sind ja auch da Bluthunde dahinter. Oder sind Wolfschutzgitter. Weil wenn der Wolf jetzt hier auf der anderen Seite von dem Zaun ist, vielleicht wohnt er gerade da in der Hütte, dann kann er den Hansi nicht mehr beißen. Na gut, überall ist der Matsch noch nicht ausgetrocknet. Dann müssen wir wohl erst auf die Erderwärmung warten, die uns das Fernsehen versprochen hat. Da spreche ich aber jetzt nicht drüber, sonst müsste ich ein ganzes extra Video dazu machen. Und wer mich verstehen will, der versteht mich nach dem ersten Satz. Wer mich nicht verstehen will, da kann ich mein ganzes Leben weiterreden. So.
Martina ist auch schon wach. Und auch meine Cousine. Und ich freue mich immer, wenn ich zwischendurch mal WhatsApp-Nachrichten bekomme von Menschen, die an mich denken. So ist man zwar allein, ist doch nicht allein. Genauso wie ihr mich verfolgt. Das letzte Video von mir. Über 200 Aufrufe. Danke dafür. Das also hätte ich nicht gedacht, dass mir so viele Menschen zuhören würden. Aber heute wird der Film nicht ganz so lang. Hört ihr die Kirchenglocken? Irgendwo sind die am Rappeln. Heute ist hier für die Gläubigen auch Erntenfeiertag. Christi Himmelfahrt. Oh, schön. Schöner breiter Weg, das gefällt mir. So, weiter geht's hier. Hätte ich mich dort doch verlaufen, weil ich ein bisschen am Träumen war. Aber hinter mir waren zwei nette Damen, die haben mich davor gewarnt. Und jetzt sind die Damen vor mir und ich habe sie noch nicht mal kennengelernt. Trotzdem Dankeschön, falls ihr mal das Video seht. So, hier geht's her. Immer noch Rheinsteigweg. Ja, hab gerade Durst verspürt. Und stellt euch vor, ich habe meinen Bollerwagen mit dem ganzen Bier drauf zu Hause vergessen. Jetzt gibt's nur noch das Wasser aus der Trinkblase. Geht's wieder den Berg hoch. So. Boah. Aber Asphalt ist gut. Da kann man filmen, ohne dass man hinfällt. Ist da hinter ein Turm? Nein. Ein Hochsitz vom Jägerstuhl. Noch friedlich. Noch sind die typischen Vatertagstourwanderer nicht unterwegs. Wird bestimmt noch lustig nachher. Kilometer-Schild ist hier. Ja, mein Handy sagt mir, es sind noch 15,4. Oder es sind schon 15,4, aber eben das andere Schild war auch nicht so präzise aufgestellt. Muss ja irgendwo Platz sein. Hier ist eine Streckenteilung. Ich darf durch diesen schönen Matsch gehen. Und die 33er haben den großen, schönen, breiten Weg weiter. Oh ja, endlich mal so ein richtig schöner Wanderweg. Man kann sehen, dass hier jede Menge schön Wanderwild vor mir hergegangen ist. Ja, ich wusste aber heute Morgen, dass es nur vereinzelt vorkommt. Und ich habe immer noch die richtigen Schuhe. Auch wenn vorne inzwischen ein bisschen nass ist. Und ich mich schon auf den nächsten Sockenwechsel freue. Da warte ich aber noch 5 Kilometer. Man muss ja sparsam mit der Socke umgehen. So. Ja, jetzt habe ich 17 Kilometer. Ist ja dann genau ein Drittel der Strecke, wenn die ganze Strecke 51 Kilometer sind. Die nächste Bank gehört mir. Da gibt es wieder trockene Socken.
Irgendwo im Hintergrund bellt was. Aber ich glaube, Wölfe kläffen nicht so. Die würden sich anders an. Im Moment bin ich auch ganz allein. Die ganze Zeit über habe ich noch ein bisschen so Stimmen hinter mir gehört. Aber es ist ruhig geworden. Ich nehme an, die Stimmen sind bei 33 Kilometer. Bei der Wegteilung sind die abgebogen. Ja, Mann. Der Jakobshof ist hier links von mir. Da kommen noch bestimmt die Hunde her. Dann sind das Jakobshunde. Keine Bank zum Sockenwechsel. Und ab jetzt geht es wieder bergab. Also dieser erste steile Berg von den drei, den habe ich jetzt hinter mir im ersten Drittel. Ich glaube, wenn es hier nochmal feucht wird, ist es vielleicht ganz gut, dass ich die Socken noch nicht gewechselt habe, aber es drückt schon. Das ziemlich früh, am Anfang der Tour schon. Ja, das war der Kniebrecherpfad, wo ich jetzt runterkomme. Ja, hätte passieren können. Jo, ich habe ihn erreicht, den zweiten VP. Und hoffe, dass ich immer Plätzchen bekomme, für meine Socken zu wechseln. Die haben so einen richtig schönen Stein hingemacht. Da steht sowas dabei. Ein Lapis Philo, blablabla, ein lateinischer Stein. Ich könnte das lesen. Ach, was es nicht alles gibt. Oh, du wunderschöner deutscher Rhein, du sollst ewig Deutschlands Tierde sein. Dann müsste das Leutesdorf sein. Oh je. Oh, das sind ja Vogelhäuschen. Die haben es aber schön gemacht. Habe ich ja ganz vergessen, das 20er Schild ist erreicht. Das ging aber jetzt schnell. Schaut euch das mal an. Da steht ja ein Wanderhansi. Mitten im Wald, der ist am Üben. Der ist aber gelungen. Hier eine schöne Hütte oberhalb von Leutesdorf. Carmen, ich glaube, die habe ich schon mal in deinem Video gesehen. Ich bin ja noch auf dem Rheinsteig. So. Wunderschön. Es geht auf Leutesdorf zu und die ersten Vatertagstouristen sind auch unterwegs. Aber wir haben hier jetzt schon ein gutes Stück, schon über 20 Kilometer. 20er Schild, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt gefilmt habe. Und, was sagt ihr? Ach, es ist verstellt. Und gerade bei Komoot dann gucken. 20,4 Kilometer. Ach ja. Schlimmer ist, ich höre die nicht mehr von hinten kommen, wenn die Fahrradfahrer kommen. Weil ich alles ein wenig leiser höre. Da wird schon gut gehen. Hier kommt der nächste, den höre ich aber. Schon wieder geht's durchs Gras.
wollen wir mal hoffen, dass das Gras inzwischen nicht mehr so feucht ist wie heute Morgen. Ja, kommt immer dichter an den Rhein. Und dann kommt der nächste Aufstieg. Habe ich ja gewusst, dass das heute ein wenig anstrengend wird. Und ich bin freiwillig ja hingekommen. Also muss ich mich über die nächsten Höhenmeter auch freuen. Ui. Oben ist ja schon die Burg Hammerstein. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier nochmal hinkomme heute. Eine für den Rheinsteig übliche Ömmelsbank. Und da unten, da ist schon Hammerstein. Ja, ich glaube, da kommen wir sogar nachher gleich. Da gibt es das Weingut Scheidgen. Die haben leckeren Wein. Und im Winter sogar Glühwein. Hier sind schon Grabsteine gestapelt. Da kann man sich einen aussuchen, wenn man nicht vorhat, die Tour bis in Rengsdorf zu beenden. Hier noch ein VP. Oh, der Hansi hat alles. Ich sage nur guten Tag, dann gehe ich weiter. Die haben hier sogar so Häuschen gebaut. Mit so Kreuzen davor. Ist immer noch Niederhammerstein. 23,5 Kilometer sind es bis jetzt, die ich geschafft habe. Und soll noch besser ein Pol gehen. Ach, die Motorräder machen auch ein Vaterlandstour. Dagegen ist der Zug, der hinterherkommt, total leise. Hier eine Wegmarkierung. Wir sollen also weiter nach links gehen. Und hier ist das Weingut Scheidgen. Tut ja richtig weh, hier dran vorbeizugehen. Die haben sich aber Mühe gegeben hier. Da ist das 25er Schild. Bei mir nur 24,6. Aber ist schon so okay. Ja. Im Internet haben sie noch geschrieben, sie hätten die Bäume frei weggemacht, im Weg zu liegen. Eieiei. Dann sind das hier nur die kleineren, die übrig geblieben sind. Boah, wollte mich mal schnaufen sehen. Boah. Hier geht's ganz schön hoch, so alles Rheinsteig. Ja. Jetzt sieht man den Weg gar nicht. Da kamen uns eben noch Leute entgegen, aber es hat funktioniert. So, diese Hütte kenne ich. Da unten ist Rheinpol. Hier geht es rechts weiter. Bin am Schnaufen hier. Der ist schon, so ist sogar schon Bad Hönningen. Ist kein Rheinpol. Bad Hönningen ist das hier schon. Husten.
Unten ist noch der Rhein. Hier im Schatten ist eine schöne Verpflegungsstation. Wir kommen noch 110 Läufer. Und da macht man nicht so viel Essen und Trinken. Die müssen auch noch alle verpflegt werden. Der Kopf ist auch mal gekreut. Wir sind auf der Tour und überall da drin. Mach das nicht. Ja, das ist gut, das ist auch so in Ordnung. So neben mir läuft jemand, der nicht gefilmt werden möchte. Da hat doch recht. Aber Respekt, 79 Jahre und ein richtig tolles Tempo. Was? Ich bin schon nicht ganz. Na, nicht ganz, also so. So ähnlich wie bei mir. Ich sage ja auch oft, ich bin 62 und werde das erst im Oktober. Aber trotzdem kann man halt immer sehen, dass man hier das Hobby mit dem Wandern noch eine ganze Zeit lang machen kann, auch im hohen Alter. Das sind andere Sportler, die sitzen alle schon am Sofa, wenn wir noch weiter wandern können. Ich war früher nie Sportler. Nee. Ich habe nur gearbeitet. Genau, ich auch nicht. Bin ich wandern gegangen, in den Bergen mit der Frau und dem Kind. Und dann kam das eins nach dem anderen nachher. Und hier ist es, das 30-Kilometer-Schild bei 29,6 Kilometer. So in etwa stimmt das immer. Hier eine große Überraschung. Der Simon ist da. Ja, servus. Wir sind erst vor 2 Wochen gemeinsam die 103 Kilometer in Frankfurt gegangen und so sieht man sich wieder. Ja, ganz zufällig. Ich habe die Stimme schon von ganz weitem erkannt. Hast du das Video schon gesehen oder wie? Ja, natürlich habe ich schon gesehen. Ich habe mich auch sehr oft wiedererkannt. Zum Glück hast du die Stelle rausgeschnitten, wo ich am Pinkeln war. Ja. Jetzt hast du dich verraten, gell? Ja, jetzt weiß ich es wieder hier. Naja, das Wort kommt ja auch nicht ins Video rein. Solange es keiner gesehen hat. Ganz überraschend, ein VP. Ne, ist privat. Ne, doch VP. Nicht privat. Schön. Guck ich noch, was hier gibt. So, ich filme gar nicht mehr. Wir sind halt am Quasseln. Und hier ist aber eine alte Fabrik. Die sieht gut aus, mit schöner Aussicht. Bis zum Kühlkopf sogar. Und Kilometer gehen runter. Ich glaube, wir haben nur noch so 14 oder 13 Kilometer zu wandern. Und die haben hier die Fenster schon zu. Bestimmt eine interessante Immobilie. Ich hoffe, das stehen wir an. Nicht nur ein Mammut, auch ein Mammutbaum. Der ist mal genauso dick fast wie unserer. Schöne Bäume hatten die hier mal. So, wieder ein VP. Das ist die Streckenzusammenführung, die 33er. Die sind wieder bei uns. Ein schönes Hütchen. Mal schauen, was sie da zubereitet haben. Ja, nach Angabe der Frau am VP ist die Maike schon durch, aber sonst, da vorne die drei, die sind auch noch 51 Kilometer, Leute. Sonst sind wir auch ziemlich vorne. Also es läuft, da muss der Frederik sich anstrengen, wenn der uns nicht bekommen möchte. Martina hat ja vor einer Stunde gesagt, wir wären nur noch 3 Kilometer hinter uns. Und gespannt, nennt man ja glaube ich Fuchsjagd, ob er mich bekommt noch. Schaut mal, hier ist das 40-Kilometer-Schild schon. Hätte man noch 11 bis 12. Die Martina sagt, der Frederik, der wäre 2 Kilometer hinter mir. Dann kriegt er uns vielleicht kurz vom Ziel oder wir gehen gemeinsam ins Ziel rein. Mir ganz entspannt und der bestimmt völlig am Schnaufen. Ich bin mal gespannt, wie er aussieht, wird man sehen. Ja, hier ist die Wied wieder. Rechts und links, hier immer noch schönes Wasser.
Da wird es wohl jetzt den Berg hochgehen nach Rengsdorf. Und dann haben wir es hinter uns. 9,9 Kilometer nur noch. Ja, dann werde ich noch in Arenberg unser Wald festziehen. Die Laubachtsmühle. Und die funktioniert hier. Wie wild. Ein schöner Teich mit matschigem Wasser drin. Und hier ist auch wieder ein bisschen echter Matsch. Aber das läuft hier richtig gut. Und so darf der Weg gerne bleiben. Ja. Und wir sind immer noch zu zweit unterwegs hier. Das machen wir bis zum Ende noch. Genau. Haben wir ja schon mal geschafft bis zum Ende, vor zwei Wochen. So. Da haben sie noch was für uns vorbereitet. Noch 7,5 Kilometer bis zum Ziel. Und macht natürlich noch Spaß. Das Wetter ist ja absolut Hansi-freundlich. Da schaffe ich doch die Berge, die manchmal nicht so hansifreundlich sind. Ich zeige euch mal. So sehe ich jetzt aus. Spieglein sagt, ich bin am Schwitze. Das ist aber schon alles. Bis später. Hier stehen wir an der Hinterfeldhütte. Das hier war der letzte VP. Bei der berühmten Hinterfeldhütte. Und der Frederik ist mir ganz nicht auf den Fersen. Der müsste jeden Moment bis hier aus dem Wald kommen. Aber ich glaube, wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht's weiter. Ja, und da ist er schon, der Langschläfer hier. Ja, moin. So, aber Fuchsjagd, er hat mich gekriegt. Hat mich gekriegt. Ja. Ist total am Ende. Ja. Hat ein bisschen Zeit gelassen, damit es so sagt ist. Ja. Martina hat uns immer gesagt, jetzt ist noch 500 Meter hinter dir. Ach so? Martina, so geht das hier. Die Martina hatte ich auch verfolgt. Ja, du Bremsklotz. Ja, genau. So. Und willst du noch was trinken oder kommst du mit? Ich trinke auf jeden Fall eine Cola oder so. So. Noch 6 Kilometer haben wir. Und der Frederik hat mich ja bekommen, habt ihr ja gesehen. Aber der trinkt jetzt erst was. Jetzt habe ich schon ein zweites Mal, haben wir jetzt Vorsprung. Es sind noch 6 Kilometer. Links von uns sind Häuser. Das ist Ehlscheid. Dann gehen wir nochmal nach Bonnefeld. Und von Bonnefeld geht es dann erst nach Rengsdorf. Wird aber ein bisschen abwechslungsreich. Wir können uns dann die Häuser anschauen und die einheimische Bevölkerung bewundern. Und mal gucken, wo die Wölfe sind. Die warten bestimmt am Schluss. Die sind ja nicht blöde. Am Anfang ist mir noch munter. Das weiß der Wolf auch. Der ist kurz vom Ziel, lauert er dann. Also die Gegend hier, doch, das macht jetzt Spaß. Nochmal eine schöne Hütte. Laubachs Winkel. Mit der leeren Harrenbräuer Bierflasche. Bei uns gibt es erst wieder am Ziel was. So. Nach 2,6 Kilometer habe ich. Und ich muss sagen, das kommt jetzt überraschend. Das Handy hat die ganze Zeit 5,1 angezeigt. Und eben ist das auf 4,9 runtergegangen nach gefühlten Ewigkeiten. Und dann habe ich erst gemerkt, das war nicht die verbleibende Distanz, das war unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Oder meine. Der Frederik, der vor mir geht, der hat natürlich eine wesentlich höhere. Das ist halt dann der Preis. Der Lohn, wenn man lange schläft, hat man eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Der hat es wirklich beeilt. Also Lob an der Frederik. Ja, also ich muss sagen, ich habe schon schönere Zwerge gesehen. Hey, der
guckt schon ein bisschen besser wie der Zwerg. Den nächsten möchte ich lachen sehen, sonst kommt er nicht in mein Video. Hier ist ein Zwergelweg, ach so. Gibt es einen Zwergelweg hier? Oh ja. Schön. Eine gewaltige Leistung, sein Auto voll zu tanken und hier im kleinen Gang Gas zu geben. Das schafft nicht jeder. So, da vorne wird sich unterhalten. Aber ich muss sagen, keiner schaut mir auf sein Handy, außer der Hansi. Und ich weiß, es sind nur noch 300 Meter. Und jetzt, wo man so kurz am Ziel ist, dann war das natürlich nicht schlimm. Und der wusste sich auch jetzt gut unterhalten unterwegs. Und da geht die Zeit auf der Stelle rum. Wie wenn man manchmal nur so im Alleinmodus ist. Wenn man den Nacken gespannt ist, das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Könnte aber auch so ein leichter Sonnenbrand sein. Ich habe heute Morgen da ein wenig Zeug drauf geschmiert, aber wohl nicht genug und nicht überall. Da vorne steht ein Sanitätswagen, den brauchen wir nicht. Weißt du, ob ich das mal 300 Meter sind noch lange. Ich tue euch noch mal weg, bis gleich. Natürlich, oh hier die Franzi. Genau jetzt, wo es durchs Ziel geht. Hi Franzi. Ist natürlich mein Akku leer gegangen. Zum Glück habe ich ja Handy noch dabei. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, dich auch. Ich habe Martina schon berichtet. Ach so, hier steht noch. Martina weiß dann alles. Ein Zielbild mit Hansi und mir und dir. Warte, machen wir die Kamera aus, mal bitte. Hier ist die Anmeldung. Kann man noch eine Runde gehen? Hey, immer wieder. Und? Keine Wölfe? Nein, überhaupt nicht. Ihr habt ja alle eine Käfig gesteckt. Ja, war alles verscheucht, gell. Das war aber schön. Also. Ja. Gut. Super. Also super, danke an die ganzen Leute, die da den Weg markiert haben und so. Ich habe dann im Internet gesehen, also habt ihr gut gemacht. Schön. Danke. Danke. Dann werden wir weitergeben. Und nächstes Jahr, 29. Mai. 29? Ja. Später dann? Ja. Am 1. Jahr, am 1. Juni hat meine Tochter Geburtstag, aber bis dann bin ich schon wieder viel. Aber das sind nur drei Tage bis dahin, gell? Genau, da bin ich ja viel, genau. Wird schon merken. Tschüss. So, tschüss. Hier gibt es alles, Urkunden und Medaillen. Und schmutzige Schuhe darf auch mit nach Hause nehmen. Und ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weil ich fahre jetzt nach Hause, bei uns ist Waldfest. Da gehe ich nochmal so 2 Kilometer in den Wald. Und schauen wir, ob die noch Bier da haben. Bis bald.